The European Union has a long and proud record of leadership on climate change, the defining challenge of our time. As members of the European Union, your countries have demonstrated time and again that you not only recognize the seriousness of this threat, but you are also ready to seize the opportunities it brings for building more sustainable, competitive economies and stable and healthier societies. Ich bin tief davon überzeugt, dass dieses Abkommen für den internationalen Klimaschutz bedeutend ist, aber dass es eben auch bedeutend ist für die Vereinten Nationen, die Sie bis zum Ende dieses Jahres noch führen werden. COP21 is proof, in fact, that multilateralism works and that a global governance of our planet is not a dream, as some people are saying. Ohne die Führungskraft Europas hätte es dieses Abkommen nicht gegeben. Und dafür war wiederum Voraussetzungen, dass wir Europäer geschlossen waren, dass wir mit einer Stimme sprechen und damit globale Fragen mitentscheiden. Wir verstehen den heutigen Akt, die heutige Entscheidung als einen Startschuss, weil wir nicht dabei stehen bleiben können. Wir müssen herangehen an die Art und Weise, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir verbrauchen. La Terra, il nostro pianeta, è sorto miliardi di anni prima che si manifestasse la vita delle persone. La Terra non ci appartiene. Siamo noi che le apparteniamo e abbiamo il dovere di preservarla e di trasmetterla ai nostri figli. Es handelt sich um eine historische Abstimmung, da wir mit der Annahme dieses Textes den letzten politischen Schritt auf dem Weg zur Ratifizierung der EU des Pariser Klimaabkommens gehen können. This step only marks ratification of the agreement, and we await with interest to see how national governments across the EU will seek to implement the promises they have made. Thank you, Chair.